Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen weiter Bioshock Infinite. Und ich bin gespannt, wie ein... Na? Flitzebogen, genau. Ihr wisst es schon. Finde ich super. Und... So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Oh, ups. Ich hatte ja das umgestellt. So, F, alles nehmen, genau. Zwei Sachen habe ich bemerkt. Erstens, natürlich kann man hier in den Optionen nochmal heller schalten. Habe ich jetzt gemacht, obwohl das nicht so richtig was geholfen hat, habe ich das Gefühl. Und das zweite, aber viel wichtigere ist, man kann doch zielen. Jawohl. Ich dachte schon, es geht nicht, weil auf der rechten Maustaste diese komischen Zauber sind, die man übrigens mit Salz aktiviert. Und ich hatte letztes Mal gesagt, das ist quasi das Mana. Wer die anderen Bioshocks kennt, wird natürlich sagen, naja, das ist eigentlich das Adam, was es damals gab. Was ist hier eigentlich los? Wieso sind die eigentlich nicht in Aufruhr? Wer sich erinnert, ich habe ja eben, also eben, vor ein paar Folgen, hier den Krieg irgendwie vom, wie sagt man, abgebrochen. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. What? Salz kann ich nicht mehr nehmen, hier ist Munition. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Was ist denn, wieso... Hier ist noch Alkohol, den will ich nicht, hab volles Leben und so. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. What? Schild-Upgrade. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Und nehmen. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Ja. Das heißt übrigens vom Zaunbrechen, was wir da eben hatten. Und die sind mir sympathisch. Irgendwie finde ich dich gut. Was ist das hier? Kaffee trinken. Gib mir Salz. Ich habe schon volles Salz. Alles gut. Ich brauche keinen Kaffee. Hier ist ja schön. Oh, 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 oh. Das tut mir leid. Da ist er kurz eingebrochen. Hier gibt's Essen. Brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich das gleich, falls ich wieder rausrenne oder so. So, Leute. Oh, oh, oh. So, was ist hier los? Die Haken. Oh, ist das schön. Wie abgefahren das hier aussieht, ne? Und ich weiß immer nicht, bin ich derjenige, der hoch und runter schwebt oder ist das andere? Aber hier ist es jetzt das andere. Leertaste, greifen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Wow. What the? Der Haken muss magnetisch sein. Fuck. Jetzt hänge ich hier dran oder was? Und nu? Was mach ich denn jetzt? Hallo? Um von einem Frachthaken zum nächsten zu springen, siehst du ihn an und drückst Leertaste. Ah ja. Wow. Wow. Leertaste. Wow. Bam! In your face! Errungenschaften und alles! Ist ja abgefahren. Was ist das denn hier? Ein Maschinengewehr. Geil! Und hier ist Munition. Wie abgefahren sieht das denn aus, bitte? Was ist das hier? Werkzeugkasten. Achso. Okay, Leute. Ich bin bereit für euch. Wo seid ihr? Hier raucht was. Finde ich gut. Finde ich gut. Hier ist noch ein Fass. Müsli! Salz ist voll bei mir. Und normalerweise würde ich jetzt auf die normale Waffe zurückgehen, aber ich will mal das Maschinengewehr testen. Ach du Kacke. Wow! Der lebt noch! Der ist geschützt! Da ist noch einer! Ich krieg dich, du Sau! Bam! Headshot! Bam, 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 bam! Bam, bam. Oh, mein Schild ist weg! Bam! Nachladen! What? Wie unser Prophet vorhersagt. Ein Ananas! Damit unser Lamm raus. What? Was, was, was? Wo denn? Wo denn? Ach ne, ich habe ja noch ein Schild. Ich habe unten links geguckt. Da habe ich falsch geguckt. Ach, da ist einer. Stimmt, du Sau. Bam!
So, ach so, wenn ich jetzt laufen drücke, steht er nicht automatisch auf. Das finde ich schade. Hier ist aber noch eine Kiste. Das entschädigt alles. Und noch zwei Fässer. Mit einer Ananas! Ich habe zwei Ananas! Hier ist nichts drin. Hier ist Salz. Aber das habe ich ja noch alles voll. Ich habe die Feuerzaubergeschichte aktiviert. Das finde ich gut. Wo ist denn da einer? Ach, da. Okay. Pass mal auf. Oh, ich komme nicht rein. Alter. Nochmal. Bums. Was ist das denn? Wieso hat mich da jetzt irgendwas getroffen? Oh shit! Oh, oh shit! Ich hab mich vertan. So, jetzt können wir das Salz gut gebrauchen. Ah, gleich voll. Nice. Ach shit, ich drücke mal rechte Maustaste, um zu zielen. Okay, jetzt haben wir es. Ach, das Ding ist kaputt. Sehr gut. So, nächster. Was denn? Munition. Oh, da oben sind noch welche. Aber die Snack. Da war eine Frau. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir sind ja alle gegen Sexismus. Und für die Frau an der Waffe. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Was brennt? Ich denke nicht. Dieses Schild ist ja geil, ne? Das bringt richtig was. Jetzt weiß ich nicht genau. Da ist noch so ein Schiff. Das... Munition. So. Das ist noch so ein Ding. Aber das snacken wir mal. Oder auch nicht. Von hier aus wollte ich das eigentlich snacken. Woo! Oh shit, das ist abgeprallt. Habt ihr gesehen? Schon wieder. Das ist kein guter Plan. Warte mal, wie war nochmal den Weg zeigen? Was? Wo lang? Da lang? Hui! So, wir haben nicht mehr viel Munition. Lass uns mal gucken, was wir damit anrichten können. Was ist hier denn? Achso. Zeig mal den Weg, bitte. Geh nach Monument Island und finde irgendwas. Kann ich hier runterspringen? Ja. Die Kiste ist leer, Commander. Aber hier haben wir ein bisschen Kohle machen können. So, lass mich mal hier hoch. Und hier geht's doch bestimmt einfach nur hier runter, ja? Die Hakengeschichte gefällt mir. Ich verstehe nicht, warum die Framerate ab und zu reinbricht. Oh, aber das... Oh, guck mal hier. Ein Kaffee ist da drin. Natürlich. Hans, kannst du mal den Kaffee in den Briefkasten stellen? Das wäre total nett von dir. Hier sind noch Äpfel. Oh, ich habe ja volles Leben, ne? Dank meines tollen Schildes, was ich von der netten Dame aus diesem Restaurant gekriegt habe. Oh, jetzt geht's hier rein. Montgomery Anwesen. What? Gewalt ist keine Lösung. So sehr ich für ihre Sache und ihre Leute bin, es darf kein Blut fließen. Was sollen diese armen Neger denn tun, so wie man sie behandelt? Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. What? Ja, sehe ich auch so. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Ich weiß. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Was? Und du? So, darf ich mich hier verstecken? Toilette benutzen. Okay, die sind jetzt nicht hier reingekommen, ne? Was ist hier so los? Können wir auch eine Birne und ein bisschen Zuckerwatte abstauben? Was ist denn mit euch, Leute? Ah. Das sind, wahrscheinlich flüchtige, schwarzhäutige Menschen. Da vermute ich die Bullen. Ich muss, glaube ich, hier irgendwo abhauen, ne? Was war das jetzt?
Was ist das denn? Ach, Salze. Geil. Nimm ich mit. Kann ich sehr gut gebrauchen. Hier so ein Täschchen. Noch irgendwas? Okay, also das hier sind die Guten in diesem Haus. Oh, den mag ich auch. Ihr wisst ja, Lincoln, damals die Sklaven befreit, sozusagen. Arms! Wo seid ihr, Schweine? Was ist mit der Framerate los? Ich werde nach dieser Folge mal nachgucken, was es ist, Leute. Aber jetzt müssen wir kurz mal damit leben. Alter! Shit! Alter! What the fuck? Die haben mein Schild kaputt gemacht! Ihr Schweine! Arms! Ich hasse euch. Ihr Nazis! So, noch einer? Hier können wir uns gleich mal hochheilen. Und das Schild geht automatisch wieder hoch. I like very much. Hier brauchen wir euch gar nichts kaufen. Was gibt's hier so alles? Salz, Gesundheit. Munition. Munition ist natürlich nicht schlecht. Kostet auch nur 8. Nehmen wir. Die Pistole auch nur 8. Ist voll. Schade. Nee, finden wir gut. Das mögen wir. Wer schießt? Wer schießt? Wo denn? Da ganz hinten. Alter! Boah. Warum stirbt er nicht? Jetzt. Toll. Du Arschloch. Jetzt habe ich Leben verloren. Was ist das hier? Auch noch einen Film zwischendurch angucken. Danger on all sides. Na komm. Ups. Das Wort des Propheten präsentiert Gefahr von allen Seiten. Wir müssen uns stets vorsehen. Gegen die Geißel der Vox. Seid wachsam für Columbia. Ende. Oh, das war ein ganz toller Film. Der hat mich auch total überzeugt. Also seit ich diesen Film gesehen habe, bin ich total gegen die Vox, was auch immer die sind. Aber das finden wir noch früh genug raus. Was denn? Oh. Okay, kurz abwarten. Leer geschossen und lauf, lauf, lauf! Doch, ist eine Gitarre. Oh. Shit. Kann man hier rein? Nein. Wo ist das Ding? Da oben! Oh. Pass mal auf, wir machen mal hier Q. Und dann machen wir so. Bams! Ist das Ding meins? Das Schild ist auch aufgeladen. So, aber jetzt sind hier natürlich keine Freunde mehr, ne? Na toll. N. Da lang. Das ist spannend. What? Wieso schießt denn da wieder auf? Irgendwas auf mich? Hat sich das Ding rückgedingst? Schießt das immer noch? Was ist das gruselig hier? Mama! Ich will doch nicht rein! Oh shit. Salz. Es ist noch dunkler. Gesundheit. John Wilkes Booth. Guter Mann. Oder so. Weiß ich nicht. Das ist gar keine Kiste. Was ist hier denn los? Der Pfeil will hoch, deswegen gucken wir hier nochmal. Hallo Charles. Ich hätte gerne einen Milchshake. Was, warum schießt der denn jetzt auf mich? Guck mal, das sind so lustige Hutmänner. Die schießen auf mich. Oder wollen es. Headshot! Headshot! Mann, ey. Die sind aber auch zäh. Mit ihren lustigen Hüten. Was ist hier denn? Guck mal, der Vogel isst ein Kaninchen. Zigaretten! Bringt Salz, aber weniger Gesundheit. Nehme ich.
Ist wie im wahren Leben, ne? Nein, nicht rauchen. Rauchen ist nicht gut. So, was haben wir denn hier noch? Ein Fläschchen Alkohol? Nee, es war Saft. Traubensaft. So, wer will noch auf die Schnauze haben? Oh yes. Audiolog vom Propheten. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Mhm. Ich mag den nicht, den Spacken. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Jetzt mal ganz kurz, so mal unter uns, ne? Ihr seht, da unten steht Protecting Our Race. Und die haben so lustige Spitzhüte auf, wie der Ku Klux Klan, nur halt in blau, ne? Und wenn wir jetzt schon hier ein Spiel spielen und nicht im wahren Leben sind, sowas wollte ich schon immer mal machen. Es stimmt nicht! Warum stimmt er nicht? Hier geb ich, hat er gerade gesagt. Hier geb ich, hat er gerade gesagt. Ich geb euch, ihr Schweine! Nazi-Penner! Hier! Nimm das! Nimm das! Willst du noch mehr? Noch mehr! Komm doch! Komm doch! Oh, pass auf, das sind schwarze Kugeln! Pass auf! Bams! Bams! Oh, jetzt schießt noch einer! Oh, ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Oh! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Ihr verdammten Schweine! Nehmt euch aus! Bams! Noch einer? Bams! Bams! Also da habe ich auch gar keine Skrupel. Die haben das verdient, die Schweine. Oh, hier ist noch eine Kiste mit Geld drin. Und die liegen hier so rum. Finde ich gut. Oder war Kuchen drin? Ich hoffe, es war ein leckerer Kuchen. Käsekuchen oder sowas. Marmorkuchen wäre doof. Ich mag keinen Marmorkuchen. So. Haben wir da oben alles gesehen? Ja, Salz brauchen wir eh nicht. Wo ist der Chef? Den konnte ich ja irgendwie nicht verletzen, ne? Hier liegen noch 1000 Sachen. Oh, noch so ein Prophetenscheiß. Hören wir uns mal an. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Entschuldigung, ich nehme mal ganz kurz, Gesundheitsinfusion, Schildinfusion, damit kann ich meine permanente Geschichte erweitern. Da ich den Zauberquatsch im Moment nicht so viel verwende und mehr auf mich geschossen wird, das werde ich wahrscheinlich später noch mehr brauchen, kann ich mich jetzt entscheiden zwischen Leben und Schild. Und da finde ich das Leben, das ist immer so ein bisschen wenig, dann nehmen wir noch ein bisschen Leben, ne? Geht nach Finkten, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Scheiß Nazi-Quatsch, ne? Aber das finde ich gut, dann... Den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte.
Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen Sie dringendst, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Das ist alles eine unheimliche Lüge! Ihr Schweine! Ich wollte gerade sagen, ne? Ich finde das gut, wenn das Spiel einem so einen richtig guten Grund gibt, die mal alle hart niederzumetzeln. Jetzt so generell so realistische Spiele, vor allem Kriegsspiele, wo man einfach mal so eben so andere Leute tötet, nur weil die jetzt auf der anderen Seite sind, ist jetzt ein bisschen, naja, kann man verstehen, ist halt ein Spiel, geht um Punkte und so. Aber wenn man so gegen so Nazis kämpft, ne? Das habe ich schon immer gemocht. Damals schon bei Wolfenstein, wer sich daran erinnert. Und jetzt sind wir hier angekommen. Und ich bin total gespannt, was da passiert. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Aber wir werden es alle erst in der nächsten Folge erfahren. Weil diese Folge ist vorbei. Falls es euch gefallen hat, gerne mal ein Däumchen hoch. Ansonsten sehen wir uns dann gleich nächstes Mal, ne? Das war euer Fischkopf. Bis dann!